Warten auf Pfiff und dann die Balleroberung zusammenziehen, die Gruppe. Der Verlierer macht eine Spezialübung danach. Ein Kontakt, klar. Was ist? Ja, er bleibt drin. Du musst ihn so lange wie möglich in der Mitte halten. Ne, lässt ihn hier. Stand nach einem Aufwärmteil. Ja, die Weiterentwicklung unseres Spiels, so wie immer am Anfang der Woche, Mitte der Woche, im Vordergrund. Sie waren jetzt 14 Tage ziemlich genau nicht auf dem Platz. Wie ist es jetzt endlich wieder zurückzukehren? Was haben Sie heute Morgen gedacht, als Sie sich angezogen haben? Ja, schön, dass man wieder in der Freiheit ist, habe ich mir gedacht. Ich konnte es gar nicht glauben in der Früh, aber es war tatsächlich so, dass ich gleich in der Früh hierher ins Stadion gekommen bin. Und ja, bin natürlich sehr glücklich jetzt, wieder mein normales Leben aufgreifen zu können. Und wie ist es dann, wieder auf dem Platz zu stehen? Fußball hat ja bestimmt auch gefehlt. Na klar, das macht unglaublich Spaß, weil dafür ist man ja Fußballtrainer, dass man am Platz ist, coachen kann, aktiv sein kann und nicht nur an Videoanalyse, Gegneranalyse und eigenem Spiel hinterm Computer verbringt. Ich habe gesehen, Sie haben auch schon wieder ein bisschen mit dem Ball rumgespielt. Sie hatten ja beim letzten Training, also Ihr letztes Training sozusagen vor der Pause, hatten Sie ja auch mittrainiert. Wird das jetzt in Zukunft auch wieder passieren oder halten Sie sich zurück? Nein, ich habe Fußballtennis gespielt mit Lukas, mit meinem Co-Trainer. Und bin danach etwas verschwitzt herumgelaufen. Und das wird auf jeden Fall wieder vorkommen. Nur werde ich schauen, dass ich mich schneller dusche bzw. trockene Sachen anziehe. Geht es denn von der Puste? Ja, klar. Also ich glaube schon. Also ich habe heute jetzt nichts gemerkt, dass es mir irgendwie schlecht geht. Mir geht's gut. Ich bin gut erholt und habe Bock auf die Jungs. 4 gegen 1, Männer! Ja! Was wollt ihr machen? Wieder in die Gruppe, komm! Ja. Geht weiter hier! Ey, Wald! Was ist denn? Spiel doch!